Fun, hier ist euer Aboram zurück in Genshin Impact und ich bin nicht allein, wie versprochen, ist mit mir zusammen Arenos, der jetzt schon 18 Hearts hat von 20, das er braucht für einen weiteren Artefaktplan. Yeah, sie nannten ihn Arenos. Okay, und zwar, wie versprochen, machen wir jetzt hier einen weiteren Level. Also ich kann jetzt hier nochmal eine Mission machen. Habt ihr auch schon eine rausgesucht. Das ist eine Legendenmission. Geh zur Residenz von Fürst Gott Maokai und höre dich dort um. Das machen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, ob es da überhaupt wirklich was zu hören gibt oder ob die nur so tun. Ne? Ob Arenos und ich mal wieder ran müssen. So, hier ein bisschen hochlaufen. Da muss ich da hochklettern? Kommen wir da irgendwie normal hin? Kannst du hinlaufen. Du musst Umwege verwenden, aber du kannst da hinlaufen. Theoretisch meinst du? Ja. So, are you buying or not? Du kannst auch Wendig verwenden und einfach hochgleiten. Warte mal, zum... Da geht's wieder runter. Warum komme ich jetzt hinten rumlaufen? Also lustigerweise, er hat mir das hier als Weg angezeigt. Ne? Also wenn ich jetzt Alt drücke und hier auf die Mission gehe, dann zeigt er mir den Weg an. So, und dann? Die Treppen runter. Ach, da hat er eben gerade Treppen hochgezeigt, oder? Nee. Scheiße. What the fuck? Okay, gehen wir mal hier lang. Sorry, Hälfte der Spielzeit laufen. Aber sind aus Interesse, welche Stadt findet ihr schöner? Mondstadt oder diese hier? Noah, was sagst du? Ist mir egal, ich spiele in beiden kaum noch. Also wenn es von der Optik her geht, finde ich jetzt diese Stadt schöner. Achso, gerade mit Hafen und so. What if Master finds out? Stämmiger Wu. Who goes there? Really? He didn't mention anything about a meeting. The Master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been canceled. Urgent business? What is it? The Master's been working on a major business deal recently. He left early this morning to meet with a VIP client. So, where is he now? I'm sorry. The Master is stressed that we must not disclose that information to just anyone. Yes you are. I meant no offense. Please, believe me. I'm sorry. Master's currently in business negotiations at Shinya Kiosk. I beg for your mercy, please. My master will show me no leniency if he finds out. Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on his mind when he's busy negotiating a big business deal with your boss. Thank you. May your business forever be blessed by the Lord of Geo. Nice work! Paimon never knew you were such a tough negotiator. Is that so? Now Paimon knows not to let your wily ways get the better of her in the future. Anyway, seems like the VIP client in question must be one of the Fatui. In that case, let's get ourselves over to the Shinya Kiosk. Seems business is booming at the Shinya Kiosk. No one should notice if we blend in there. But either way, if we want to know what kind of shady business they're up to, we better be careful. Na gut, also, der Wu hat uns alles erzählt. Zumindest da, wo wir jetzt suchen müssen. Also bewegen wir uns da jetzt auch mal hin. Oh, man, ich mach die falsche Taste. Ich sag halt, zu viel Assassin's Creed. Oh, guck mal, da oben ist der Laden. Wie kommt man denn da hin? Ah, über die Brücke. Ja. What you
put in my letter. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Juhu! I understand. I do. Please, do not worry. You have my word that the order will be completed as promised. The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative? We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the Corlapis yet. But it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. That would be most ideal. I remind you again that the Fatui care only about the result. We are willing to lend a certain degree of support to this transaction. But if it is not completed in time, you may suddenly find our goodwill comes at a price you cannot afford. I understand. I am indebted to you for your protection. You know I would not dream of disappointing you, don't you? We shall see when the time comes. Darn that old man Chang. So, Mr. Gentry Mautsai is colluding with the Fatui. Who knows if Gua Geek has made any progress? Should we go tell him? The fate of Gua Brotherhood was sealed. So, da haben wir jetzt gerade mal ein Gespräch abgehört. Und da müssen wir jetzt gleich petzen. Nein, berichten. So, und jetzt geht's hier den ganz langen Weg. Oh, nee. Arena, sag mal was. Jetzt bin ich ins Wasser gelaufen, hab nicht aufgepasst. Ah. Komm, sagt der gute Nacht, schon bin ich hier völlig daneben. Da muss ich hin. Jetzt noch ein bisschen hoch. Eine Lebensenergie sieht aber echt nicht gut aus. Da muss ich gleich mal was gegen tun. Da ist er. Da ist sie. Sie, er, sie, wer ist es denn? Er, sie, was sagst du? Was? Wer ist es? Er, sie? Er. Er. You said you had other things to look into, as if you're some sort of man of mystery. When actually, all you meant was you wanted somewhere new to park your backside while you read your book. I see. I guessed as much. Did you really guess, or are you just saying that to sound clever? The course of action we must take is now clear. To start with, please deliver this letter to the Feiyun Commerce Guild. They will know what to do. My liege, for reasons that I cannot explain, I will be unable to join you. There is no need for you to read the contents of the letter. When the time comes... Ugh. This writing is super hard to read. Paimon can't make heads or tails of it. Hence why I said there's no need for you to read it. The Feiyun Commerce Guild will have someone who can understand it. But why would you want to get them involved? They're one of the bigwig commerce guilds in Liyue. Why would they want to help us? Since we got to Liyue, Paimon keeps hearing people mention it. Seems they oversee a lot of business that goes on around here. Having such big backing would be great and all, but are you sure they'd want to help? No need to worry about that. From what I know, they share my sense of chivalry. Once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I put forth in this letter, they will certainly be moved to action. Gentry Mautsai must be taught a lesson he will never forget. This is something we cannot do on our own. Also, I do not wish for anyone else to know of my involvement in this. Why not? You're only doing this to try and help Chang the Ninth, right? To silently disappear at the matter's conclusion.
concealing one's name and contribution. This is the chivalrous thing to do. To savor the memory is ample reward. Each droplet of kindness I receive, I am duty-bound to repay with a welling spring of gratitude. I seek neither praise nor reward. That sounds very lovely. But be honest, you just want them to do it so you can carry on reading your book, don't you? Thank you in advance for delivering this letter to the Feiyun Commerce Guild. Someone from the guild should be able to receive you near Lioli Pavilion. Hey! Stop ignoring Paimon! Oh, okay, sogar eine Auftragsbelohnung hat sie gegeben. Jetzt für den Teilabschnitt. Und jetzt sollen wir den Brief zu einem Hausdiener der Händlergilde Feiyun bringen. Feiyun, richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Oh, du bist sonst aber Sprachexperte. Ja. Ich kann eine Goldbarsch fangen. Scheiße, das war der falsche Knopf. Toll. Aber den Goldbarsch habe ich trotzdem nicht. Ah, falsche Taste. Kriegen wir alles hin. So, jetzt hier, diese Krackelinie lang jetzt. Jetzt geht's hier abwärts. Kann man es hier abkürzen? Jo, kann man. Und schon sind wir da. Hausdiener der Gilde. Ja, der sieht schon so aus wie so ein halber Diener. War noch Spaß. Xu heißt er. Excuse us, we come bearing news of a matter requiring your assistance. It's all in this letter. A letter? Oh, I see. This again. Oh, don't mind me. I was just speculating. Let me give this a read. Can we actually read this thing? Is it even written in the common tongue? Yes, the script is inimitable by the uninitiated. Honored guests, you must both be wary from your long journey. Please allow the Feiyun Commerce Guild to be your host for tonight. Please rest assured that the matter written about has been duly received. We just need some time to prepare. Please take a seat here in Lioli Pavilion, where you may enjoy some light refreshments while taking in the ocean view. Consider it a small token of our esteem. Yay! Tasty snacks! They're giving us the VIP treatment! Of course. We treat visitors with the utmost respect here at the Feiyun Commerce Guild. When honored guests grace us with their presence, far be it from us to shirk our duty to them. Please, this way. Okay, wir kommen jetzt in einen Raum rein. Ladeszene. Ladebildschirm. Woo! And Paimon thought we'd get kicked out or turned away at the door. Paimon didn't think Guhua Geek had so much clout. Thank you for your patience. With the amount of wealth and power Gentry Maotsai has, it will take more than a slap on the wrist to get through to him. For him to correct the error of his ways, he must feel for himself the same suffering he has inflicted on Chang the Ninth. Since Gentry Maotsai's business has to do with Core Lapis, we simply need to buy up all the stock there is in Liyue. That will put him in a rather sticky situation. Deprived of the necessary raw materials, even the best craftsperson in Teyvat would be unable to make their product. Great idea! That'll be sure to mess things up between him and the Fatui. But Liyue is huge. Is it really possible to buy up every last bit of Core Lapis in the harbor? With the timescale we are on, it is indeed a challenge. Hence, as stated in the letter, we must ask for your further cooperation in the matter. First, there are a number of vendors in the city you will need to buy from. I've marked their respective locations on your map. There is also some unsold Core Lapis at the Chasm. You will need to purchase that too. Finally, there is Chang the Ninth's batch. Alrighty, so three sellers in the city, another one at the Chasm, and then Chang the Ninth. Roger that! Of course. We are not expecting you to cover the costs.
Wow! So many Mora! With cash like this, Paimon could rent out Lioli Pavilion and eat there for a whole month! Well, this is not the first time we've had to do something like this. It's just par for the course now. All you need to do is strike a deal. The Feiyun Commerce Guild will handle the transportation and other trifling matters. Once you have purchased all the core lapis, please proceed to the Feiyun Commerce Guild's warehouse, where you can see the rest of the plan unfold. Gotta hand it to Guhua Geek. This is some seriously solid work for a guy who lives in a fantasy world. Let's do this in the order the guy said. First the sellers in the city, then the chasm, and then last but not least, Chang the Ninth. So, okay, also jetzt haben wir wieder eine dreiteilige Mission an dieser Stelle. Wir gucken uns das Ganze nochmal kurz an. War noch Akt 1, Ruhe vor dem Sturm. Da legen wir gleich los. Gucken wir nochmal, was hier der Hongru zu erzählen hat. Achtung, Arenos, bereiten Sie sich vor. Hongru. Ein anderer Gast hat bereits eine größere Reservierung getätigt. Was kann ich für euch tun? Wie, das war's schon? Oh, okay. Dann raus hier aus der guten Stube. Ich dachte, jetzt kommt noch ein längerer Monolog. Oder ein Dialog? Ah, Monolog. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Renos! Wie komme ich hier raus? Hier ist die Tür. Enjoy your meal. Ach, da ist die Tür. Manchmal sieht man die Tür vor lauter Türen nicht. Oder so ähnlich. So, jetzt leuchten hier drei Blinkies auf. Drei Läden. Einer schon recht nah dran. Da gehen wir jetzt als erstes hin. Hi, anything I can do for you? You want all my core lapis? I've already agreed to several orders. That said, none are in writing. The buyers are being incredibly indecisive. Oh, it's for the Feiyun Commerce Guild? Seems business trends are about to change in Liyue. Nothing. Just talking to myself. Come, let us sign a contract. Don't worry about my prior client. He hadn't made any down payments or anything. Quite common in the industry. Thank you for your patronage. We hope the Feiyun Commerce Guild will continue to do business with us. So, den ersten haben wir schon geschafft. Jetzt geht's gleich zu den nächsten zwei. Die liegen ja fast nebeneinander. Gucken, ob ich da abkürzen kann. Nein, nicht das Gehen aktivieren. Okay, nehmen wir erstmal den hier, der ist nämlich nah dran. Good day, my friend. My apologies, but I'm out of stock at the moment. Please try again next time. Oh, I thought you were here to purchase Snezhnaya products. No, that I still have, although I ship it all to factories in Snezhnaya. I don't do retail. Too much hassle, not enough return. Sorry. What? No. Give me a second to think. All right, I'll do it. Just need you to sign for it. Clearly no shortage of cash flow in Liyue. The pickpockets. So, jetzt müssen wir den dritten Laden finden. Der ist hier unter uns. Ist hier noch eine Ebene drunter? Ja. OMG, ich bin hier noch nie gewesen. Und schon abgesoffen. Jetzt noch sein. Verbraucht schon keine Energie mehr. So, eine Ebene tiefer, ein Händler mehr. Bolai. Oi! Shh, keep your voice down. All of it? Though my business may not seem so big, I should warn you that I can get what you need, both legitimately and
Not so legitimately. Best you give me an actual number. All of it would be far more than you actually want. Fayun Commerce Guild? Well, why didn't you say so? If it's for the Fayun Commerce Guild, then sign on the dotted line, and I'll start getting things in order right away. This is going well. Everything's so much easier when you've got stacks of Mora. Next stop, the chasm. Also, wollen wir gucken, ob wir doch in der Nähe einen Port finden. Ja, können wir den mal nehmen. Vielleicht können wir rüberfliegen. So, da hinten ist das Ziel. Da bin ich schon mal gewesen. Erinnert euch noch, dass ich da aus Versehen noch eine Bonusmission gemacht habe. Die ich eigentlich gar nicht machen wollte. Aber sowas passiert halt. Kann passieren. Na, wetten, wetten, wetten. Schaffe ich es hier auf dieser Klippe anzukommen? Arenos, was hast du? Schaffe ich es? Schaffe ich es? Schaffe ich es? Ja, glaub schon. Ha! Zu früh! Und fast gestorben dabei. Kann das denn passieren? Das ist ein klassischer Avo, ist das. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal wechseln. Ich glaube, ich nehme mal die Barbara. Bisschen was zum Heilen. Kann nie schaden. Ja, oder Chichi. Beide sind gut. Spiel DPS Barbara. Alternative, genau. Oh, Level 37. Na gut. Genug. Genug Möglichkeit, um ihn aufladen. Oh, den kann ich ja nicht. Boah, jetzt habe ich aber hier was angefangen. Habe ich das halbe Camp aufgeweckt? Was habe ich da gerade gemacht? Okay. So, aber eigentlich wollten wir doch hier hinten hin. Oh Gott, da müssen wir noch mehr kalt machen. Oh, das ist wieder viel zu viel. Ja, was wäre das Ganze ohne Kampf, ne?
das war nicht gut. Shit. Ich muss meinen Kampfstil wieder verbessern hier. Let's light it up! Wenn ich eine Feuerblume noch am Hals, ich glaube es nicht. Let's dance. Einer ist noch von diesem kleinen üblen Kletter noch übrig. Hier, Ölzi. Let's light it up! That's gonna hurt in the morning. Komm, nibbel ab. So, damit wäre der auch erledigt. So, was müssen wir machen, um diese Kiste zu öffnen? Ach, da ist noch einer. So, gucken wir mal. Und die Kiste ist frei. Das ist schon mal schön. Was immer noch fehlt, so ein Autolooter. Das wäre doch mal geil, oder? Einmal F drücken und alles wird eingesaugt oder irgendwie sowas. Das wäre doch mal eine nice Maßnahme. So, da oben ist noch mal so ein Ding. Ich mache erstmal eine Pause für euch und wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder. Von daher erstmal viel Spaß. Bis gleich. Abo und... Bis bald.